So. Ja, das ist dann wieder das Gleiche wie was wir schon vorher mal hatten mit den Elementen. Diesmal der Abstand zwischen den einzelnen Tabellenelementen. Das wird hier Border Spacing genannt. So, 5 Pixel heißt das dann halt hier. So, was haben wir hier? Ach so, ja. Hier ist halt, dass wir hier 2 haben und hier haben wir aber 3 Unterelemente. Also hier ist oben keine Linie, aber darunter schon eine Linie. Und das macht man dann immer, indem man sagt halt so, ja, dieses Element soll halt 2 breit sein, also Koholzbahn 2, anstatt 1. So, um halt zu sagen, dass es halt sich die ganze Fläche nehmen soll und das darunter hat aber trotzdem 3 Elemente. So, das gleiche geht natürlich auch andersrum, dass man hier Zeilen zusammenbindet und hier trotzdem 2 Einzelzeilen hat. In dem Fall muss man dann da definieren, dass das Rowspan sind, dass die also zusammengehören. Gibt also diese 2 Befehle dafür. Dann haben wir Caption. Ich glaube, das war eine Tabellenüberschrift. Genau, das ist eine Tabellenüberschrift, die also ganz konkret zu dieser Tabelle gehört. Und solche Sachen sind ja wieder wichtig, weil die Suchmaschinen dann gezielt nach solchen Überschriften natürlich auch suchen. Genau, man kann der Tabelle auch wieder eine ID zuordnen, so wie wir anderen HTML-Elementen schon IDs zugeordnet haben. Und in dem Fall kann man dann genau diese eine Tabelle, indem man halt Tabelle, dann Unterordnung, diese Nummer, und dann halt definiert, wie die Tabelle aussehen soll. So dass man dann sagen kann, ja, hier soll das sein und das sein und das sein. Und dann sieht nur diese Tabelle so aus und die andere Tabelle nicht. Seht ihr hier als Beispiel, die eine Tabelle ist so definiert, die andere nicht. So. So kann man natürlich auch dann die einzelnen Zeilen verschieden definieren, indem man dann noch die Unterstellen verändert, was aber jetzt schon ein bisschen komplexer aussieht. Also das eine wird als Child, also immer Kind von genommen. Das werdet ihr auch, wenn ihr eine Programmiersprache lernt, kennenlernen, dass man halt immer sagt, so, ja, das ist das Kind von oder das stammt von ab. Das heißt, bestimmte Eigenschaften werden vererbt, andere nicht. In dem Fall wird halt hier der Abstand und wo der Text stehen soll, vererbt, aber die Hintergrundfarbe wird anders definiert. So, also so wie Kinder bestimmte Eigenschaften von den Eltern vererben, aber auch selber besondere Eigenschaften haben, so ist das halt angedacht. Wobei bei den meisten Programmiersprachen und so man immer nur einen Elternteil haben kann, was nicht so ganz diesem Konzept von Eltern und Kind entspricht, aber das jetzt so am Rande. Also so kann man dann so eine Tabelle machen, die verschiedene Untermuster hat. Und dann sind wir auch schon wieder durch bei den Tabellen und kommen zu dem nächsten Thema. Und das sind Listen. Machen wir kurz die ganzen Fenster hier mal zu. So, also HTML-Listen. Wir haben ungeordnete Listen und geordnete Listen. Ungeordnete Listen haben nur einen Punkt. Geordnete Listen haben eine Nummerierung. So, die Art der Liste stellt man fest mit dem ersten Tag, den man auf und wieder zumacht. In dem Fall UL für Unordered List. Das heißt, es sind nur Punkte. Die einzelnen Elemente dieser Liste sammelt man also. Schreibt man auf mit LI, Listen, Element oder keine Ahnung, für was das jetzt steht, List Items, dafür steht's. Und so hat man dann seine Liste,
dem Fall von drei Elementen und außenrum wird halt festgelegt, wie die aussieht. So, dafür gibt es halt auch wieder Style-Einstellungen, sodass man verschiedene Sachen einstellen kann. Man kann halt machen, dass die viereckig sind oder dass die ja, ausgefüllte Vierecke sind oder nicht ausgefüllte Kreise. Genau, hier kann man das jetzt sehen. Also das ist normal Disk. Das ist Circle, der ist also unausgefüllt. Dann gibt es halt Square. Und dann gibt es noch None. None ist dann halt ohne irgendwas. Okay. Also Viereck. Unausgefüllt gibt es jetzt nicht, wie ich eben gesagt habe, aber egal. Also genug Auswahlmöglichkeiten, um verschiedene Listen und individuell zu gestalten, gibt es auf jeden Fall. So, dann gibt es die OL, die Ordered List. Sieht dann genauso aus. Wie gesagt, nur außenrum wird der Style halt anders festgelegt. Und hier war es halt so, dass zu dem Unordered List noch dieses Style-Attribut hinzugefügt wurde. So, also jetzt nochmal hier zurück. Ordered List außenrum geschrieben. Dann haben wir eine Durchnummerierung der einzelnen Listenelemente. So, man kann aber auch wieder dieses Element verändern, indem man sagt, die Liste soll anders durchnummeriert werden. Also mit zum Beispiel kleinem Alphabet, großem Alphabet. In dem Fall ist das die Standardliste. Hier haben wir großes Alphabet, kleines Alphabet, römische Zeichen und römische Zeichen klein. Da also auch wieder sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Listen individuell zu gestalten. Wenn man also sehr viele Listen auf einer Seite hat, kann man dann jeder ein anderes Design geben, damit man nicht durcheinander kommt. So, dann gibt es noch beschreibende Listen. Das habe ich halt noch nie benutzt. Dazu kommt aber auch eine Frage hier in dem HTML-Quiz vor. Ja, man hat halt das normale Listenelement und dann darunter nochmal ein Element, was halt dieses DD ist. Also hier Describe oder so oder Definition oder so wird die Abkürzung wohl dafür sein. Und dann seht ihr halt, hier haben wir die Auflistung der einzelnen Elemente und darunter haben wir halt nochmal so eine hervorgehobene Erläuterung, was das dann wirklich ist. So. Dann kann man auch genestete, süß wie so ein Vogelnest halt, also Listen in Listen haben. Das heißt, also wir haben hier eine Liste und dann verschiedene T-Sorten werden nochmal unter dem T aufgelistet. Ist natürlich dann praktisch eine andere Notierung zu nehmen, damit sich das ein bisschen hervorhebt. So. Also Listen können auch HTML-Elemente, Bilder oder Links haben, also muss nicht immer nur ein Text sein. So, dann gibt es horizontale Listen. Das wurde zum Beispiel auch für das Layout-Design benutzt, was ich euch gezeigt habe. Hier seht ihr horizontale Listen, wo die alle halt nebeneinander sind. Wie gesagt, damit wurde halt das Menü benutzt. Als Menü wurde so das benutzt für die Webseite, die ich gestaltet habe. In dem Webseiten-Example-Beispiel-Gedönsrad. Immer so viel Englisch-Deutsch. Genau, eben erst aufgestellt, deswegen bin ich noch ein bisschen durcheinander. Genau, hier mit ein bisschen extra Style kann man es machen, dass es aussieht wie ein Menü. Und da seht ihr schon, das sieht jetzt wirklich so aus wie das Menü, was wir später für die Webseite benutzt haben. In dem Fall haben sie halt jetzt einfach die einzelnen Elemente noch ein bisschen verändert, ein bisschen Farbe hinzugefügt und ein bisschen hier Hintergrund und Umrandung und je und dies und jenes. Und schon hat man sich so ein Menü created hier, ganz einfach. So, und dann geht es jetzt zu dem nächsten Kapitel. So, wir haben jetzt HTML-Blöcke und Innenelemente. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache und damit kann man halt auch viel machen. Das ist das Block-Elemente. Fangen immer eine neue Zeile an und nehmen standardmäßig die komplette Länge ein. Soweit wie es geht halt. So wie ihr das hier seht. Der grüne Balken ist komplett auf der ganzen Seite. Dazu gehören dieses Div, Überschriften, Paragraphen und Formulardaten.